Heute hat mich daher geführt, dass ich etwas von St. Peter erzähle und was meine Rolle hier ist. Dann wollen wir hier einsteigen. Was ist Ihre Rolle hier? Also ich bin die Organistin und der St. Peter ist einfach ganz pragmatisch gesehen mein Arbeitsplatz. Und was bedeutet er Ihnen, der St. Peter? Ja, es hat viele emotionale Verbindungen, weil als Musiker, Musikerin hat man natürlich eine Beziehung zum Instrument. Man ist fast täglich dran und übt, man pflegt es auch. Und wenn ich ein Typ Mensch bin wie ich, der suchend ist und fast ein bisschen treiben und viel Hingabe hat zur Arbeit, dann gibt das einfach eine emotionale Bindung. Und der Raum jetzt für Sie als Musizierende? Der Raum ist etwas ganz Grosses. Der Raum ist eigentlich der Klangkörper der Orgel. Das denken viele Leute gar nicht. Also wenn ich am Instrument sitze, ist es ruhig. Und sobald ich spiele, gehört eigentlich die ganze Kirche mir. Mal zurück vielleicht zu Ihrer Rolle, so ihre Input, Ihre Ideen, die Sie reingebracht haben. Ja, wo es darum ging, die Idee zu haben, oder Emporen, oder einen ganzen Umbau, ist mir auf einmal ein Bild in den Sinn gekommen, das die Emporenbrüstung so schmiedeiserne Gitter hatte. Und das hat mir sehr gefallen, wie es eine Verbindung gibt zu unten. Jetzt mit diesen harten, abstrakt, oder wie sagt man, die Emporenbrüstungen, spielt der Cellist einfach an die Wand. Und ich habe dann die Idee gebracht, man könnte das wieder vorholen. Dann gibt es eine Verbindung zwischen oben und unten. Dann ist es durchlässig. Man ist natürlich weniger geschützt. So als Organist hat man noch gerne sein Karbäuschen. Aber es ist doch auch wichtig, dass man die Verbindung hat nach unten. Jetzt erinnert Sie sich an einen ganz speziellen Moment in dieser Kirche, den Sie erlebt haben? Ja, das ist natürlich sehr persönlich. Als Musikerin tut man auch die persönlichen Sachen verarbeiten. Und es hat ganz verrückte Abdankungen gehabt, die mich sehr berührt haben. Ja, das vergisst man nie. Vielen herzlichen Dank. Danke.